Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhees80 mit einem kleinen Special Unboxing Video für euch. Und ja, es ist der 14. März und was kommt heute raus? Yes! Bohemian Rhapsody. Ich war ja zweimal im Kino, einmal allein, einmal mit meinen Eltern, die waren auch total begeistert, ich auch total begeistert. Und ich konnte diesen Tag nicht länger erwarten. Am 10. März war ja DVD-Börse oder Filmbörse in Nürnberg und habe eigentlich gehofft, dass es den da schon zum Kaufen gibt, aber es gab ihn nicht. Und am Montag war ich dann mal ganz kurzfristig beim Mediamarkt. Und was steht da schon? Bohemian Rhapsody in der Amore. Und ich habe das Artbook bestellt bei Amazon und nein, ich kaufe jetzt nicht. Nein, ich kaufe jetzt nicht. Okay, ich kaufe jetzt doch. Und hier ist auch schon die Amore. Ich musste einfach gleich mitnehmen, weil ich konnte einfach nicht länger auf diesen Film warten. Haben wir jetzt schon am Montag angeguckt und am Dienstag angeguckt. Und heute nochmal dann die andere Amore, die andere hier, das Paket habe ich auch noch gekriegt. Und das kommt auch uns gleich an. Und ja, musste ich gleich mitholen, aber meine Eltern gucken die Videos eh nicht an. Das ist ein kleines Geschenk für meine Eltern. Einfach mal so, weil sie mir so viel, so uns auch so viel helfen und ich mit meinem kleinen Projekt, das ich nebenbei wieder mache, auch da eine große Hilfe für mich sind. Deswegen bekommst du von mir diesen Film geschenkt. Die lieben auch diesen Film und ich natürlich auch. Und ja, wie ich diesen Film finde, könnt ihr auch gerne mal meine Review angucken. Einfach mal hinten dann in der Infobox einfach mal nachgucken, einfach draufklicken. Und jetzt haben wir hier dieses Paket und hier ist eben das Artbook, die Artbook-Edition drin, wo es eben bei Amazon, bei Mediamarkt überall zu kaufen gab und ich musste sie einfach auch direkt haben. Es gibt ja auch noch ein Steelbook, das Ganze schaut hier so aus, dieses Vergolde, gefällt mir auch eigentlich ganz gut, aber habe jetzt schon gehört, dass es nicht geprägt sein soll, was ich natürlich sehr schade finde, denn das wäre eine richtig coole Prägung gewesen. Aber da ich ja weiß, dass hier auch Filmarena diese Edition rausbringt mit dem Steelbook, also brauchen wir das Steelbook nicht kaufen. Und mir langt einfach hier einfach mal das schöne Artbook Edition. Also ist auch richtig dick, ein dickes Artbook. Ist aber kein Mediabook, kann man dazu sagen. Ist auch ein Schuber außenrum. Und ja, wie gesagt, nochmal zu dem Film. Es ist kein wirklicher Biografiefilm. Es ist wirklich einiges ein wenig verdreht, auch nicht ganz die Wahrheit entsprechend. Es ist wirklich ein gute Laune-Film, was auf jeden Fall auch gute Laune macht, ganz ehrlich. Dieser Film macht einfach extrem viel Spaß. Aber man sollte nicht ihn vergleichen mit dem Originalleben von Freddie Mercury. Definitiv nicht. Das sagen wir gleich mal von vornherein. Das kann natürlich auch jeden Queen-Fan, also Hardcore-Queen-Fan, natürlich schon sehr in die Fresse schlagen. Für diejenigen, die auch mal mehr über Queen wissen wollen, dem würde ich ganz dringend euch empfehlen, auf YouTube mal We Are The Champions eingeben, oder ich tue es euch unten gleich mal verlinken, dieses Video, und zwar ist eine Dokumentation von 3,5 Stunden von Fox, haben wir auch schon angeguckt, nachdem ich diesen Film angeguckt habe, und mir, oh, da ist aber einiges schief gegangen, oder falsch interpretiert worden bei dem Film, aber trotz alledem, schaut euch mal diese Dokumentation, echt eine sehr interessante Dokumentation vor allem auch, und hier sehen wir auch ein bisschen mehr das Leben von Freddie Mercury, wie er wirklich war. Er ist einfach ein cool, Laune-Film, ganz ehrlich, ist einfach mal so. Trotz alledem, der Rami Malek spielt einfach hier Freddie Mercury wirklich überragend. Allein schon dieses Live-Aid-Konzept zum Schluss ist wirklich echt astrein. Ich habe mir schon diese komplette Bonusmaterial auch schon angeguckt, kann man alles angucken, vor allem das komplette Live-Aid-Konzept ist nochmal gemacht worden. Und da sind auch zwei Tracks dabei, die im Film nicht vorkommen, nämlich We Will Rock You und Crazy Little Child, glaube ich, ist es, glaube ich. Also wirklich wahr. Schaut euch an, macht auf jeden Fall Spaß und wie gesagt, die Dokumentation danach angucken oder vorher am besten danach, weil sonst immer ein bisschen hier. Ja, aber egal, der Film macht Spaß, hat auch seine 4 Oscars auf jeden Fall verdient, vor allem der Rami Malek als Freddie Mercury definitiv. Und jetzt ganz ehrlich, jetzt machen wir einfach mal das Ding auf. Amazon ist schon ausverkauft, diese Edition. Auch beim Mediamarkt ist sie auch schon online ausverkauft. Also wenn ihr vielleicht höchstens nochmal gucken, dann bei Saturn habe ich es noch gesehen. Aber ansonsten ist es eigentlich auch schon ausverkauft. Hat bei Amazon 32,90 € gekostet. Hat auch bei Mediamarkt so viel gekostet. Ich glaube, bei Saturn kostet es, glaube ich, 34. So, wir haben jetzt hier schon mal das schöne Motiv von Freddie Mercury vorne drauf, wo er gerade im Wembley Stadion steht mit dem Sonnenuntergang. Also gefällt mir richtig gut. Oben natürlich hier Bohemian Rhapsody.
und auch ein sehr gestochen scharfes Bild, wie ich finde. Und hinten haben wir dann schon mal hier ein bisschen Gänsehaut-Feeling. Große Gefühle, große Hymnen, ja, das kann ich alles bestätigen, wirklich wahr. Also ich finde ihn einfach top. Und hier eben dann nochmal ein Bild zum Schluss dann und hier nochmal die ganzen Extras. Hätte ein bisschen mehr Extras geben können, ganz ehrlich. Hier die Credits und hier dann noch die ganzen technischen Daten. Also vom Bild und vom Ton her finde ich es wirklich sehr gut. Guten Ton kann ich behaupten, weil wir können euch aufdrehen. Und dann haben wir jetzt hier eben diesen Schuber. Den kann man abziehen. Ist ein recht dünner Schuber, ganz ehrlich. Also könnte ein bisschen dicker sein. Also ist kein Mediabook-Vergleich. Eher von den ganzen, diesen dünnen Mediabooks. Ist auch ganz normale Blu-ray-Format. Und hier nochmal dann das ganze Kaffeemotiv. Nochmal Bohemian Rhapsody. Und hier eben dann am Spine haben wir dann auch nochmal den Titel draufstehen. Und hinten drauf haben wir dann vieles Live Forever. Und das schaut schon mal sehr schön aus. Und auch hier noch ein paar Credits noch drauf. Und innen drin, ja, da geht es eigentlich dann direkt. Oh, coole Sache. Hat ein bisschen Verletzungen. Und dann steckt hier eben dann drin die Blu-ray-Disc. Das finde ich nicht so ganz gut gelöst, ganz ehrlich. Das ist ein bisschen blöd. So schaut die ganze Disc aus. Wie eine Schallplatte. Die kann man auch hier wieder reinstecken. Also das ist ein bisschen blöd gemacht. Können aber Dinge mal verkratzen, wenn es glaube ich hin, weil man schiebt ja nicht tausend Reihen raus. Weil mir ist eigentlich die ganze Zeit der Film eh im Blu-ray-Player drin bis jetzt. Und ja, so schaut das Ganze aus. Und jetzt würde ich mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal in die Ego-Perspektive und dann gucken wir uns mal noch das Artbook nochmal ganz genau an. Oder was meint ihr? Also, bis gleich hinter der Kamera. Perspektive, hier nochmal das Covermotiv. Es ist hier auch ein Glanzeffekt drauf, wie ihr seht. Und dann schlagen wir einfach mal auf. Und wie ich schon gesagt habe, hier steht jetzt eben die Disc drin. Hier eben dann Brian May und, oh Gott, helft mir weiter. Und ja, ist egal, ihr wisst ja, wie wir meinen, die beiden Frontgitarristen und Schlagzeuger natürlich von Queen. Und hier das coole Bild, was ich ja richtig cool finde, hier das auch als Frontmotiv gewesen, die Sonnenbrille als Glanzeffekt, wäre echt cool gekommen. Ich glaube, so soll nämlich auch das Motiv ausschauen, dann von der Filmrenner Collection von Bohemian Rhapsody. Und jetzt schauen wir mal weiter auf. Die Seiten sind extrem dick, die ersten beiden Seiten. Und hier haben wir dann ein paar Bilder, das Making-of von Bohemian Rhapsody. Und hier geht es dann weiter. Also hier erfährt man auch, also in dem Bonusmaterial erfährt man auch einiges über den ganzen Filmentstehung. Auch sehr interessant auf jeden Fall. Und hier ein paar, also viele Bilder mit dabei. Seiten sind auf jeden Fall sehr stabil. Bilder sind auch sehr scharf. Also einfach hier mal angucken. Ich finde es wirklich sehr schön gemacht. Vielleicht ein bisschen viel Bilder dazwischen gemischt. Aber ich finde es ganz cool. Hier dann das Original. Finde ich auch sehr schön. Die Mode von Bohemian Rhapsody, auch das wird auch ein bisschen erwähnt in den Making-of-Extras. Können wir ein bisschen was durchlesen. Und jetzt die letzten Seiten, leider nur das. Und hier nochmal dann die beiden, also auch richtig schönes Teil. Und nochmal hinten drauf schaut das Ganze jetzt so aus. Und kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, das war das Artbook von Bohemian Rhapsody. Leider ist ein bisschen verbogen, das Ganze. Aber wenn man das ein bisschen zurechtbiegt, müsste es eigentlich auch wieder passen. Also trotz alledem recht viel Buchenteil mit dabei. Leider ein bisschen die Disc ein bisschen blöd gelöst, aber nicht so schlimm. Und jetzt geht es nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Ja, das war das Artbook zu Bohemian Rhapsody. Also ich finde es ganz gelungen. Wie gesagt, man hätte es auch ganz normale Mediabook-Größe machen können. Auch die Disc mal ein bisschen anders lösen können. Hinten drauf, hinten rein zum Beispiel. Aber gut, jetzt wirklich haben wir auf hohem Niveau. Die Bilder natürlich von dem Artbook sehr cool. Bisschen wenig Text, nur ein bisschen was wir von über die Bilder beschrieben.
Aber wie gesagt, schau auf jeden Fall die ganzen Access an, lohnt sich auf jeden Fall auch. Geht auch nicht so extrem lange. Und ja, jetzt, was mache ich jetzt wohl? Ich gehe jetzt auf die Arbeit und heute Abend, was läuft da nochmal? Bohemian Rhapsody, natürlich nochmal zum dritten Mal in dieser Woche. Aber vielleicht auch ein viertes oder fünftes Mal wird es auch nochmal diese Woche geben. Kann sein. Ja, das war's von mir und bis denne. Tschüss mit Ö und we will rock you. Ciao, ciao und bye.